Als der lange Winter endlich vorbei war, konnte mit den Bauarbeiten für die Tiefgarage begonnen werden. Am 28. März 1979 begannen zahlreiche Bagger mit den Ausschachtungsarbeiten, bei denen 22.000 Kubikmeter Boden ausgehoben werden mussten. Damit der Geschäftsbetrieb während der Bauzeit weiter reibungslos ablaufen konnte und um Schäden an den anliegenden Häusern zu vermeiden, mussten die Seitenwände der Baugrube durch zahlreiche Eisenstützen gesichert werden. Diese wurden auf dem Grund der Grube in Beton eingelassen und am oberen Rand mit den waagerechten Trägern verschweißt. We'll be right back.
Durch den Bau der Tiefgarage sollte erreicht werden, dass die bisherige Nutzung des Marktplatzes als Parkplatz aufgehoben werden kann zugunsten ursprünglicher Nutzung, nämlich, dass später der Wochenmarkt hier wieder abgehalten werden kann. Weiterhin soll der zentralste Punkt der Stadt nach wie vor mit dem Auto zu erreichen sein und damit kürzeste Einkaufswege erzielt werden. Damit wurde die Voraussetzung geschaffen, dass der Marktplatz selbst und die von ihm ausgehenden historischen Straßen als reine Fußgängerzonen ausgebildet werden konnten. Da die Einfahrt der Tiefgarage zum Teil unter dem Kobertschen Haus liegen sollte, wurde die Wagenremise der alten Posthalterei Stück für Stück abgetragen, nummeriert und auf dem städtischen Bauhof eingelagert, damit später nach Fertigstellung der Tiefgarage das historische Gebäude wieder in seinem ursprünglichen Zustand aufgebaut werden kann. Als 1548 die Ober- und Niedergrafschaft Lingen als Lehen Kaiser Karls V. an Egmont von Büren und zwei Jahre später als Besitz an den Hof von Burgund gingen, sah sich der Kaiser veranlasst, um 1550 auf dem Grund und Boden des heutigen Kobertschen Hauses eine Postanstalt zu gründen. Da das unter Denkmalschutz stehende Haus nicht ganz abgetragen und wieder aufgebaut werden durfte, musste der Teil des Hauses, der über der Tiefgarageneinfahrt lag, mit dicken Eisenstützen und Trägern so lange abgestützt werden, bis die Einfahrt fertiggestellt war.